freut euch auf einen Tag mit Caro Kauer. Caro, wenn ihr sie nicht kennt, ist zweifache Mama, ist seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Mode-Influencerin und seit 2 Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Mit ihrem eigenen Label, Caro Kauer Label, jetzt hat sie hier in der Buntweberei in Eislingen ihren eigenen Flagship-Store eröffnet, ihr eigenes Café eröffnet. Über all das habe ich mit ihr geredet. Also freut euch auf ein spannendes Video. Und wenn ihr meinen Kanal Ehrenflamme noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun, weil es gibt nicht nur dieses Video, sondern auch noch viele tolle, interessante Videos mehr. Also, es lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein Tag mit Caro Kauer. Ich glaube, damals haben die gesagt, um mir zu bezahlen zu sprechen, ich kann ja locker 250 Euro für so einen Post. Die haben das Angebot angenommen und dachte ich so, hoppla. Wann habe ich das letzte Mal hier gearbeitet? Vor 5 Jahren vielleicht? Und dann haben die das da reingemacht. Und wir reden nicht nur von klein, sondern auch groß. Ich habe in der Oberliga gespielt, also 10 Jahre lang. Im Verein und so. Genau, genau. Okay. Frauenfußball. Dann haben wir zusammen angefangen zu fotografieren. Ich habe dann an den Wochenenden war ich dann mit auf Hochzeiten. Guck bitte cooler, so nach vorne. Das ist so das erste Mal, wo ich denke, okay, jetzt muss es nach vorne gehen. Okay. Ich glaube, wir kommen heute nicht mal. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die dich erkennen. Ah, haben wir gar nicht geklingelt. Guten Morgen. Guten Morgen. Habt ihr am Fenster geguckt? Ja, meine Mama ist da, macht Frühstück für euch. Hallo. Schön, euch zu sehen. Ja. Danke gleichfalls. Ja, kommt rein. Und schon gearbeitet heute? Tatsächlich wurde eine Kooperation abgesagt, weil der Code nicht gültig ist. Oh. Deshalb hatte ich Zeit. Hast du heute länger geschlafen? Hatte ich Zeit für mich. Oh. Danke, danke. Guten Morgen. Guten Morgen, ja? Gabriel. Ich bin Kai, hallo. Freut mich sehr. Hallo, hallo. Freut mich. Hallo. Sag mal hallo. Das ist Kai. Den ganzen Morgen reden wir schon von Kai. Wirklich? Wie heißt du? Lua. Lua? Hm? Ah, das ist ja noch jemand. Das ist doch nichts zum Essen. Du hast mich veralbert. Das heißt jetzt, wir frühstücken jetzt mal entspannt, reden über den Tag und dann können wir loslegen. Ja, das heißt, Mama und Papa bringen die haben gerade, nee, also weg, ich glaube, ich mache das, aber nach dem Frühstück. Musst du sie morgens wecken oder sind sie automatisch weg? Nee, ich muss sie wecken. Gott sei Dank, so, ja. Ich habe auf die Zeit gewartet, wo man die Kids wecken muss. Und es war lange so, dass sie also im kleineren Alter oder im jüngeren Alter waren die immer zwischen 5 und 6 wach und ich dachte so, oh mein Gott, wann kommt die Zeit, weil ich sie wecken muss? Und das ist jetzt eingetreten, außer am Wochenende. Und ja, Mama und Papa wohnen hier in der Nähe oder wie? Die wohnen in der Nähe, genau, und meine Mama übernimmt das Frühstück, die hat ja auch fürs Café die ganze Rezeptkarte sozusagen gemacht. Die kommen ja aus Polen und meine Mama war dort Köchin. Und genau, genau, und deshalb ist es in der Küche ihre Leidenschaft. Jetzt hat sie gesagt, sie will einen Teufel Kalbpflaume, das Frühstück. Oh. Super, Schatz, ja, kannst du auch machen. Kannst du rausnehmen. Ah, das sieht gut aus, Baba. Ach, das ist ja. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Hunger mitgebracht. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich, das ist ja die Mama ist ja, das ist ja hier wie im Café ist das ja. Ne? Oder? Ich freue mich so. Ja. Ich dich sehe. Gleichfalls, gleichfalls. Ich folge dich so lange, wo meine Kinder klein waren. Und ich sage, das glaube ich nicht. Herr Kauer hat schon gesagt, dass sie früher dann immer zusammen nur die Liebe zählt geguckt. Immer, und so. Immer. Ja. Aber hast du gar nichts geändert? Ja, ich bin ein bisschen größer geworden. Ach so, ja, toll. Nein, Quatsch. Toll, freu mich. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Na, also wir werden uns es gut gehen lassen. Super. Mein Papa arbeitet bei uns im Lager, vielleicht sehen wir dich ja nachher. Okay. Ah, okay, okay. Also Familienunternehmen. Ja. Auf jeden Fall. Ist ja immer gut, wenn man weiß, dass ja, jemand da ist, der auf alles guckt und auf den Verlass ist. Auf jeden Fall. Dann setzt euch. Wir haben vor der Kaffeeeröffnung nichts anderes gemacht, außer gekocht, die ganze Zeit Brote belegt, ne? Und überlegt, was wir alles so mit draufnehmen auf die Karte. Ja, da bin ich ganz gespannt, mal zu gucken, was alles auf der Karte drauf ist. Ja, auf jeden Fall, das machen wir nachher. Wir können ja ein bisschen Mittagessen vielleicht. Ja. So, einen guten. Danke. Danke, danke. Aber das ist ja die Frage, wo fange ich an? Das ist nicht die Regel, aber es gibt natürlich schon oftmals Zeiten, gerade wenn ich Kooperation machen muss morgens, dass sie dann morgens da ist und mich unterstützt. Mhm. Generell, ich glaube, ohne meine Mama würde dieses ganze Konstrukt, das ganze Kartenhaus zusammenfallen, weil sie natürlich schon immer einspringt, wenn es halt brennt. Mhm. Auch mit die erste Mitarbeiterin war im Unternehmen, damit sie sich eben um die Kinder kümmern kann.
wenn ich auf Events bin, wenn ich wegfahre und so weiter. Aber gestern durften wir länger bleiben. Oh, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Du darfst aber nicht so laut sagen, weil ich glaube, dein Bruder musste schon schlafen bei der Nee, durfte auch länger aufbleiben. Tschüss, bis später. Ciao, ciao, tschüss. Ciao, bis später. Wenn du jetzt sagst, du hast, du machst morgens schon Kooperationen, wie funktioniert das mit den Kooperationen? Das sind dann einmal Kooperationen, sind mehrfach Kooperationen? Oder ist das unterschiedlich? Ja, es ist unterschiedlich, aber im Regelfall, wenn man es gut geplant hat, dann ist es immer eine Kooperation morgens, meistens eine Beauty-Kooperation. Entweder dekorative Kosmetik oder Pflegekosmetik oder eben Haarprodukte oder so. Und dann ist das getimed und ich gucke dann immer schon einen Tag vorher, wie ich meinen Tag plane, welche Kooperationen das sind, wo ich die ungefähr mit einbeziehe und in welchen Themen ich die einbeziehe und versuche da auch immer so ein bisschen eine Storyline drumherum zu machen. Also ich poste nicht und sage, ich habe übrigens nur einen Code. Und das ist mein Kooperationspartner, sondern versuche das schon in den Alltag einfließen zu lassen, das auch schön ist anzugucken. Weiß nicht, ob mir das immer gelingt, aber zumindest ist das immer der Anspruch. Und das Attraktive bei den Kooperationen, so verstehe ich das von außen, ist ja nicht, dass sozusagen einmal ein Honorar bezahlt wird, sondern dass es einen Code gibt. Das heißt, und wenn Leute über dich bestellen, dann... Genau, so können es die Kunden wahrscheinlich eher tracken. Aber ich habe oftmals auch Kooperationen ohne Code. Okay. Ne? Also einfach nur, um Image aufzubauen für den Kunden und so weiter. Und oftmals, also ich habe tatsächlich auch Jahreskooperationen. Und das ist natürlich auch das Schöne dran, dass man einfach sieht, dass die Kunden einem vertrauen und dass es auch funktioniert. Und dass die Leute, die mir folgen, das auch gut finden, was ich da so mache. Und deshalb suche ich das auch ganz gezielt aus, was ich da mache und was eben nicht. Also es gibt auch viele Sachen, die du dann logischerweise auch ablehnst. Auf jeden Fall, ganz viel sogar, ganz viel, ja. Und die Kunden suchen sich das dann, also es ist ja nicht reinweg dann nur die Reichweite, nehme ich an, ne, sondern es ist ganz klar die Zielgruppe, um die es geht. Auf jeden Fall, auch das, ja, definitiv. Und ich glaube, dass meine Community sehr kaufkräftig an sich ist, weil sie mir einfach vertrauen. Also wenn ich was zeige, und das war eigentlich schon immer mein Credo, dass wenn ich was zeige, dann muss das einfach top sein. Und das war auch schon damals, also ich glaube, zu einem Zeitpunkt, wo gefühlt Influencer einfach alles gezeigt haben, da war ich schon, also mir war einfach bewusst, dass wenn ich Schrott zeige, dass das irgendwo beim Endkunde mal ankommt und spätestens dann sehen sie ja, dass es Schrott war. Und ich glaube, ich habe mir da einfach eine ganz, ein großes Vertrauen aufgebaut von Anfang an. Und deshalb ist da wirklich eine große Power dahinter. Oh Mama, mein Schatz. Eine Kauer-Power. Kauer-Power. Oh Mann. Dankeschön. Vielen Dank, Mami. Ich weiß nicht, ob es schmeckt. Es schmeckt hervorragend. Sagt ich weiß immer. Nicht, ob es nicht das zu viel ist. Ja, auf jeden Fall. Genau, und ich bin da wirklich sehr, sehr stolz auf meine Community. Und man merkt auch gerade bei Events, gerade bei der Café-Eröffnung letztens, dass wenn die Leute kommen, man merkt irgendwie, dass die so sind wie ich. So egal, ob wir jetzt vom Stil sprechen. Das habe ich gehört, da hast du gesagt, ne, dass viele so angezogen waren. Ja, absolut. Oder ich denke so, Gott, da laufen ganz viele Karos rum. Ne? So die Socken so hochgezogen, also Oversize, dann den Dutt im besten Fall noch, so einen halben. Oder, also das ist schon ganz, ganz witzig zu sehen. Ab wann kann man... sozusagen davon leben, also als Influencerin? Oder kann man das so überhaupt sagen? Ist das, ja, also ich höre ja immer mal wieder, also so ab 100.000 Abonnenten auf Instagram kann man da einen Job draus machen. Ich glaube, mittlerweile wahrscheinlich liegt da so die Grenze. Aber ich kann das gar nicht so einschätzen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark die Community ist. Kommen die Kunden wieder? Weil wenn sie natürlich nur einmal buchen, danach nicht mehr. Wann konntest du davon leben? Dann kann man die Frage genau. Ich konnte davon leben, ich glaube, mit so zwischen 40.000 und 50.000 Followern. Also mit 50.000 weiß ich, dass ich meine Mama schon eingestellt habe. Da hatte ich dann auch meine erste Kollektion damals mit Naked. Und das war so mit der Dreh- und Wendepunkt des Ganzen, wo ich dann auch verstanden habe, was ich da gerade mache eigentlich. Ne? Ich bin da auch wirklich reingerutscht in die ganze Sache. Habe dann Bilder gepostet und irgendwann mit 20.000 Followern war ich bei meinem ersten Event. Es war so ein Mama-Blogger-Event und da wurde ich dann gefragt, was ich denn so für Postings nehme an Geld. Und ich so, ich freue mich über diese Uhr, ich freue mich über diese Kette. Natürlich nehme ich nur das Produkt. Und die haben gesagt, ja, nee, da kannst du ja locker schon Geld dafür nehmen. Und ich glaube, damals haben die gesagt, um jetzt über Zahlen zu sprechen, ich kann ja locker 250 Euro für so ein Posting nehmen. Damals gab es keine Stories. Dann bin ich heim und dann kam die nächste Anfrage. Ich meine, das waren Handyhüllen.
Und dann habe ich gesagt, ich kann doch jetzt nicht Geld dafür nehmen. Und dann dachte ich, ach komm, ich versuch's, ich bin mal mutig. Und dann habe ich ein Angebot geschrieben mit 80 Euro, weil ich mich nicht getraut habe, 250 da reinzuschreiben. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich zwei Nebenjobs noch hatte. Da hat der Kunde gesagt, okay, für 100 machen wir es. Ja, so ungefähr, wenn es einfach drauf. Nein, aber das war sofort, das war ohne Diskussion. Die haben das Angebot angenommen und dachte ich so, hoppla. Und natürlich bin ich dann immer mutiger geworden, habe dann verstanden, so, okay, die zahlen das ja wirklich. Und dann habe ich auch verstanden, warum sie das zahlen. Ne? Weil die Reichweite, die man sich aufbaut, das dauert ja natürlich auch seine Zeit. Und das ist natürlich auch viel Pflege und jeden Tag da einfach präsent sein. Und sich an, um die Community auch zu kümmern. Und dann habe ich irgendwann den Wert auch verstanden, warum man denn dafür bezahlt wird. Nein, die zahlen ja nicht für etwas, was für sie kein Geschäft ist am Ende. Ne? Das muss man sich ja immer klar machen. Ne? Genau. Also die schenken dir ja kein Geld. Nee, genau. Sondern das ist ja tatsächlich... Genau. So, ein Würstchen. Hm? Schmeckt's dir? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Möchte noch ein Würstchen bekommen. Ja, geh schnell in die Küche, hol dir noch schnell ein Würstchen. Möchtest du noch ein bisschen Senf für dein Würstchen haben? Nein. Nee, bei Noah muss alles ohne Soße sein. Ohne Soße, ohne Senf, ohne Ketchup, ohne gar nichts. Okay. Ich war, was Essen betrifft, wirklich ein ganz, ganz wildes Kind, was Essen betrifft. Weil du alles gegessen hast oder nichts? Ich habe fast nichts gegessen. Okay. Und was ganz schlimm war, war so Fleisch, was so faserig war. Ja, also, okay. Ne, also meine Mama hat zum Beispiel dann Suppen gemacht und da wurde natürlich Rindfleisch gekocht vorher. Und das wurde dann durch so ein Sieb ja, dann abgegossen. Und wenn dann in der Suppe irgendwo so eine Fleischfaser war, und ich die aus Versehen im Mund gekriegt habe, dann war es vorbei. Dann habe ich am Tisch angefangen zu würgen. Ne? Und da habe ich Ärger gekriegt, da wurde ich dann immer des Tisches verwiesen. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Glaub ich. Ja. Sehr, sehr super lieb. Hm? Meistens. Verstehen die sich ganz gut miteinander? Doch, die verstehen sich wirklich gut. Das erleichtert mir einiges im Alltag. Ne? Die spielen auch viel zusammen und so. Aber es kam auch jetzt mit dem Alter so ein bisschen. Aber verstanden haben sie sich schon immer. Es gab auch nie eine Eifersucht, gerade von der Großen in Bezug auf Noah. Als der kam, ich habe sie immer groß mit eingebunden. Aber sie war schon immer so eine Puppenmama und hatte dann auch jemanden, wo sie sich kümmern konnte. Ne? Und habe sie dann eingebunden, hol mal hier die Feuchttücher, hol mal schnell das Tuch. Und guck mal, du bist so wichtig für mich, ich kann das alles gar nicht alleine. Ich hab einen TikTok-Account. Na, hat sie nicht. Das muss die Mama mal ganz kurz klarstellen. Das hat sie nicht. Die Entwürfe von mir ist quasi ihr Account. Vielleicht weißt du es. doch, da habe ich. Hast du ein Handy? Nee. Nee, okay. Nee, Wally, das hätte ich auch gesagt. Nee. Was möchtest du denn mal werden später? Ich rate einmal. Influencerin. Ich habe gedacht, du willst vielleicht Tierärztin werden. Nee? Oder wirst du Ärztin? Nein. Okay, doch Influencerin? Ja. Okay. Ich glaube, ist das große Vorbild. Ich glaube auch. Ich störe dich immer. Weißt du noch, wo ich im Urlaub gesagt habe, hi Leute? Ja, Mama hält dich sagt da ein bisschen Mama raus. Immer, sagt die immer, hi Leute. Ja, sagt die immer, hi Leute. So viel versucht sich mal drauf zu schmuggeln in meine Storys, ne? Da muss ich es immer neu drehen. So, ich bringe jetzt mal die Kids ins Kindergarten. Aber ansonsten, heute ist noch alles entspannt. Ich habe noch nichts gehört. Von daher. Aber das ist auch nicht üblich. Also morgens mache ich schon meistens mit irgendwelchen Botschaften auf. Irgendjemand krank oder irgendjemand nicht da oder irgendwas im Lager funktioniert nicht. Also auch das gibt's. Das ist das Los einer Unternehmerin. Auf jeden Fall. Und das Gute ist aber, ich habe ja ein Team mittlerweile von knapp 60 Mitarbeitern sind es jetzt und die fangen das auch ganz gut ab. Ne? Also die wissen auch, dass ich morgens erstmal bis um 9 nicht groß erreichbar bin, weil ich natürlich mich um die Kids kümmere und die wegbringe. Und ab da bin ich dann da. Aber bis dahin kriege ich schon ein paar Sprachnachrichten. Sehr gut. Wie bringen wir der Mama jetzt bei, dass wir das nicht aufessen können? Das ist eine gute Frage. Das ist, meine polnische Mama versteht das nicht. Die denkt, dass das nicht geschmeckt hat. Ja, das ist das Problem. Das heißt, wir können es jetzt in den Garten bringen. Ja. Ich habe keine Haustiere, die das jetzt so mal kurz inhalieren. Wie im Restaurant. Ja, ich hole schnell eine Tupperdose von den Kids. Die nehmen das einfach mit in den Kindergarten. Genau. So muss man mal in den Kindergarten gehen. Das ist schon... Da ist schon eine Brezel. Einmal ohne Brezel. Sehr gut. So, schnell noch die Schnürsenkel binden. Ja. Noah, wir gehen. Jetzt.
So, jetzt siehst du ja aus. Danke dir. Siehst du ja aus wie einer von den sieben Zwergen. So. Sag dir Tschüss zur Oma, bitte. Danke. Wir müssen uns anschnallen. So, ich würde mit dir mitfahren und wenn du die Kinder dann abgesetzt hast, dann wäre es cool, wenn du mir vielleicht ein paar Sachen Eislingen zeigst, zu denen du eine Verbindung hast, wo du vielleicht zur Schule gegangen bist und sowas. Sehr gerne. Dann let's go. Ich war einfach seit der Schulzeit selbst nicht mehr hier, seit dem Abitur. Wann hast du Abitur gemacht? 2011. Okay. Ja. Oder kann man jetzt nachrechnen, wie alt du bist? daraus mache ich noch kein Geheimnis. Okay. Hallo. Tag. Hallo. Tag. Alles klar? Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die dich erkennen. Doch, das ist, das ist eine Mischung aus klein gegen groß, was die logischerweise erkennen. Ja, klar. Weil, ich sag mal, das fängt ja bei 6 bis 14 sind ja die Kids bei klein gegen groß. Und dann natürlich auch. Hallo! Und dann aber eben auch YouTube. Ne, denn da kannst du dann immer so ein bisschen festmachen. Das ist ja wahrscheinlich so die Altersgruppe, die so ein bisschen Trimax folgt, Paluten folgt. Ja, ja so, guck, damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Hallo, grüß dich. Ja. Also, er wird jetzt weniger Klein- gegen Großgucker sein, ne? Aber das ist dann so. Und auch das war spannend, dass man, wie schnell das, also Ehrenpflaume ist ja eine Geschichte, das habe ich in dem Jahr nicht ausgedacht, das ist ja ein Hashtag aus einer Community. Ja. Der wurde sozusagen mir verliehen. Ne? Also so, okay. Das habe ich dann übernommen als Kanalnamen. Und wie schnell das auf der Straße ankommt. Mhm. Also das Kanal gab es dann irgendwie 4 Wochen und dann habe ich Leute auf der Straße getroffen, die dann eben nicht mehr gesagt haben, hallo Kai, die haben mir gesagt, hey Ehrenpflaume. Also ja, das ist total interessant. Ja, wie schnell sowas hypen kann auch. Ja. Ne? Also hier haben wir mit Fußball gespielt. Ich habe übrigens 10 Jahre Fußball gespielt, weswegen ich auch mein Abitur 2011 zwar gemacht habe, aber 2012 zu Ende gemacht habe, weil ich 2 Tage vor meinem Sport-Abi, das war mein Leistungskurs, habe ich mich verletzt bei einem Fußballspiel. Ich habe in der Oberliga gespielt, 10 Jahre richtig lang. Richtig im Verein und so. Genau, ja. Frauenfußball. Mhm. Und 2 Tage vor dem Sport-Abi, da hatte ich noch mit meiner Trainerin gesprochen, habe gesagt, oh, ich weiß nicht, 2 Tage vorm Sport habe ich es ein bisschen unvernünftig. Mhm. Und dann haben alle gesagt, naja, du kannst ja auch über die Straße gehen und dich verletzen. Mhm. Ich so, ja stimmt, ich war nie verletzt. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich aber wirklich ordentlich verletzt mit, also mein ganzes Knie, ich hatte einen Kreuzbandriss, Innenbänder waren gerissen, Meniskusriss, also wirklich alles. Und konnte dann mein Sportabi dementsprechend nicht machen. Mhm. Und dann hat einfach die Note im Zeugnis gefehlt. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo ich so dachte, boah, was mache ich denn jetzt? Ich wusste, es kommt die OP und ich wusste, dass ich 1 Jahr Leerlauf habe. Und dann habe ich halt, also ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Mhm. Mit dir kommt man nicht weiter. Ja. Also. Guck mal. Hallo. Ich glaube, wir kommen heute nicht mal. Bitteschön. Und ist gerade Pause oder muss der Lehrer jetzt warten? Nee, der Lehrer muss warten. Das ist ja sehr nett. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht so oft. Soll ich dich vielleicht interviewen heute? Ich glaube, das ist spannender, Kai. Da kommen schon die Nächsten. Ja, ich glaube. Da kann ich meine Story kurz fertig machen. Genau, du machst deine Story fertig und dann will ich endlich wissen, warum es so lange gedauert hat, bis du dein Abitur gemacht hast. Hallo. Also, dann hast du endlich mit 1 Jahr Verspätung hast du dann dein Abi. Genau, also ich habe mir dann überlegt, chill ich jetzt 1 Jahr, was natürlich so gar nicht in meiner Natur liegt, ehrlich gesagt, oder fange ich eine Ausbildung an? Also chill ich 1 Jahr und mache dann das Studium in der Psychologie. Also das kaputte Knie ist dann operiert worden? Ja, genau, das hat 1 Jahr gedauert und dann hat es eben auch 1 Jahr gedauert, bis ich dann mein Abiturzeugnis bekommen habe, um diese Note nachzuholen. Und habe dann aber eine Ausbildung angefangen zur Personaldienstleistungskauffrau. Habe dann quasi Personal angestellt, Personal wieder gekündigt. Das war ganz klassische Zeitarbeit, also jetzt nichts
was mich erfüllt hat. Habe in der Zwischenzeit meinen damaligen, beziehungsweise meinen jetzigen Ex-Mann kennengelernt. Der kam aus der Fotografie, dann haben wir zusammen angefangen zu fotografieren. Ich habe dann an den Wochenenden, war ich dann mit auf Hochzeiten. Bin dann quasi Assistentin, wir haben dann fotografiert, bis wir das dann irgendwann mal, ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Auge für gehabt. Und dann haben wir das irgendwann zusammen angeboten. Und dann war das quasi unser Wochenendjob. Dann habe ich unter der Woche meine Ausbildung weitergemacht, habe dann noch im Solarium gearbeitet, kann ich dann vielleicht auch noch zeigen. Und habe noch gekellnert. Also ich habe, ja, das gibt's noch, das gibt's noch, ja. Und habe noch gekellnert und es war dann wirklich viel, aber ich war mir noch nie zu schade, irgendwie zu viel zu arbeiten. Und dann bin ich, dann habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, habe auch zwischenzeitlich mein Abi nachgeholt. Und Durchschnitt? 3,2. Also nicht bestes ganz Fach, so gut. Bestes Fach, schlechtestes Fach? Schlechtestes Fach definitiv Mathe. Deutsch war schon immer sehr gut. Ich habe recht früh lesen gekonnt. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Das war dann so, dass meine Eltern, die sind hergezogen. Ich bin hier auf die Welt gekommen, mein Bruder noch in Polen. Sind dann hergezogen, weil mein Bruder ultra krank war. Also der hatte was an der Lunge und die Ärzte dort, also die Medizin war einfach noch nicht so entwickelt. Sind meine Eltern hierher. Und ich bin hier geboren und bin dann quasi mit 3, weil meine Eltern kein Deutsch konnten. Das heißt, ich bin nur polnisch erstmal aufgewachsen die ersten 3 Jahre. Und dann haben die mich einfach in den Kindergarten geschickt mit keinem Wort Deutsch. Und ich glaube, das war ganz gut, weil ich dann einfach die deutsche Sprache direkt einfach perfekt gelernt habe, bevor sie mir das irgendwie so halb gebrochen irgendwie beibringen. Und ja, und mit 3 saß ich dann da, kann ich mich null dran erinnern, aber anscheinend halt ohne ein einziges Wort Deutsch zu können. Aber es ging dann schnell. Okay. Und sprichst du mit Mama und Papa heute Deutsch oder Polnisch? Polnisch. Auch mit meinen Kindern spreche ich Polnisch daheim. Also, genau. Und sobald wir draußen sind, also ich gucke, dass ich das immer so örtlich trenne, sprechen wir Deutsch und die können beides. Okay. Genau. Ja, ich gebe das weiter, weil ich denke, das ist eine geschenkte Sprache. Absolut, das wollte ich ja sagen. Ja, und es ist meine Muttersprache und das kann ich auch im Schlaf. Deshalb. Ja. Okay. Genau. Ja, und das ist hier der Schulhof gewesen. Erste große Liebe. War das auch im Gymnasium? Nee, beim Fußball. Okay. Das war beim Fußball. Es gab gemischte Mannschaften. Also nicht gemischte Mannschaften, nee, aber es, genau, es gab natürlich auch eine Männermannschaft, wo man auch mal zugeschaut hat. Mhm. Eine Jungsmannschaft. Verstehe. Ja. Hallo. Guck mal, da oben siehst du die Burg. Wenn du ein bisschen weiterläufst, siehst du die Burg da. Ja. Da habe ich gekellnert. Okay. Genau, ich glaube, da fahren wir jetzt nicht hin. Da habe ich immer auf Hochzeiten gekellnert, tatsächlich. Immer an den Wochenenden. Und dann habe ich die immer Burg Eislingen? Oder wie Saalach, Saalach. Ich bin auch dort, dort bin ich auch zur Grundschule gegangen in Saalach. Dort habe ich gearbeitet und da war es dann schon teilweise so, dass ich dann immer so Hochzeiten durchgearbeitet habe, irgendwie gefühlt bis um 6 Uhr morgens und dann um 8 Uhr im Sonnenstudio stand und habe dann halt da weitergearbeitet bis um 12 Uhr ungefähr sonntags. Okay, dann fahren wir mal zum Sonnenstudio, gucken wir uns mal an. Genau. Bin ja überrascht, dass es das noch gibt. Die sind nicht mehr so in der Mode, Sonnenstudios, ne? Nein, das sind, die sind nicht mehr so in der Mode, das stimmt. Aber wir gucken es uns an, war eine große Fläche, die man auch putzen musste. Und ich hatte immer diese Assi-Schichten, immer so diese Freitag-Samstag, da kam immer die Disco-Pumpe. Und da war immer richtig viel los und dadurch, dass ich ja die Ausbildung gemacht habe, hatte ich nur die Möglichkeit, irgendwie Freitag, Samstag, zu, Sonntag zu arbeiten. Und das waren halt immer die Schichten, wo man am meisten los war. Ja. Das ist so ein klassisches Setup, ne? In Verbindung mit. Ehrlich gesagt hat sich auch nichts geändert, selbst die Mülleimer sind noch genau so. Okay, wir reden aber auch hier noch nicht mal von, wann habe ich das letzte Mal hier gearbeitet? Von vor 5 Jahren vielleicht? Okay, also gar nicht so lange her. Ah, 6 Jahre. So viel ist 6, also vor 6 Jahren. Aber es hat sich trotzdem nichts geändert, glaube ich. Hallo, wir gucken uns nur ganz kurz an, wo ich früher gearbeitet habe. Oh. Mit ihr habe ich zusammengearbeitet. Also hallo, ist tatsächlich. Hallo, Kai, grüß dich. Hallo, Christine. Ja, wir kennen uns noch von früher, ne? Und meine Aufgabe war es einfach, die Sonnenbänke zu putzen, die Gäste hier anzunehmen, dann den Boden zum Schluss zu wischen, also wirklich den kompletten Boden, die Toiletten hinten. Dann musste man die kleinen Handtücher, die in den Kabinen liegen, die halt auch immer hinten waschen, trocknen. Und bei diesen Schichten, Wochenendschichten, war es halt schon so, ich bin wirklich ins Schwitzen gekommen, ne? Dass das alles zeitgleich immer fertig ist, dass genug Handtücher da sind, dass die Leute hier bedient werden. Dann wurden die Bänke teilweise 2-mal, 3-mal belegt, dann musste man sich das dann aufschreiben und nichts vergessen. Und dann sind auch manchmal die Sicherungen rausgeflogen. Also es war, Und das für einen Stundenlohn von?
Ach, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein 450-Euro-Job. Okay. Der Stundenlohn damals war vielleicht 9,50 oder so. Das war der Mindestlohn damals. Und auch zum Schluss, immer wenn man dann eben hier fertig gemacht hat, musste man dann immer Handschuhe anziehen. Mhm. Und aus diesen Mülleimern, die Geschichte erzähle ich immer ganz oft, jetzt sieht man die aus, mal. Aus diesen Mülleimern musste man dann immer den Müll rausholen, weil im Endeffekt sind ja meistens nur Papierhandtücher drin. Mhm. Die sind meistens trocken. Und oftmals war es dann aber doch so, dass es warm wurde. Das heißt, die Leute, da hinten ist eigentlich die Toilette, die Leute haben aber, die haben es entweder nicht geschafft oder hatten keine Lust. Und dann haben die das da reingemacht. Und wir reden nicht nur von klein, sondern auch groß. Und dann ist wirklich, und dann ist man da so rein und wusste so, ach, schon wieder. Ja, das war wirklich übel. Und dann, weil man natürlich auch Mülltüten sparen wollte, deshalb eben diese Aktion mit Handschuhen. Aber das gab es oft, also mindestens einmal in der Schicht, dass irgendjemand die Toilette verwechselt hat. Okay. Sieht ja fast so aus. Okay. Das hat alles dazu gehört, ja, Getränke auffüllen, dann die Cremes auffüllen. Ich muss aber auch sagen, Sonnenmenge sind ein bisschen fancier geworden, seit ich das letzte Mal in einem Sonnenstudio war. Ist ja mittlerweile ja eine Disco. Das stimmt, ja, das stimmt. Kann man jetzt nicht reinstellen und tanzen. Ja. Musik läuft auch, da muss man alles auffüllen. Man hat Provision bekommen, wenn man Cremes verkauft hat. Okay, klar, ja. Da war ich, glaube ich, auch ganz gut drin, Cremes zu verkaufen. So sah das da aus. Das sah genau so. Der Kühlschrank stand da auch schon. Mhm. Genau. Und hast du dann Freikontingent? Ja, wir durften umsonst. Wir durften uns umsonst sonnen, ja. So oft wir wollten. Da war ich auch sehr braun in dieser Zeit, muss ich sagen. Ja. Sehr gut. Mehr gibt es hier gar nicht zu gucken. Ich glaube, hinten sind die Waschräume, aber ich glaube, das lassen wir. Und gab es auch Männer, die jetzt gekommen sind, weil sie wussten, dass du Schicht hattest? Stimmt, oder? Nicht, ja, also es gab schon immer mal wieder einen Zettel, der hier lag mit einer Handynummer oder so. Okay. Das waren die Wochenendschichten halt. Okay. Aber da keine große Liebe. Sonst hätte ich dich angerufen, aber nur die Liebe zählt. Genau. Nein, nein, ich habe wirklich nicht angerufen. Das war jetzt, da war nichts dabei. Ja. Gab es eigentlich mal, gab es irgendwas noch, wo du mal drüber nachgedacht hast, also vielleicht auch in Berufsrichtung oder so, wo du gesagt hast, das hätte ich gern gemacht, das hätte mich interessiert? Also, ich hätte tatsächlich gern Psychologie studiert. Aber es ist jetzt okay, also ich weine dem nicht hinterher. Aber ich glaube schon, dass ich mich da ganz gut gefunden habe. Ich höre gerne zu. Mhm. Ich glaube, ich hätte mich da schon gut gefunden. Allerdings glaube ich auch, dass ich mir viel zu Herzen nehme, dass ich da niemals abschalten könnte. Mhm. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass es so gekommen ist. Aber nee, mein Traum war es schon immer, in einem Laden zu arbeiten und Leute einzukleiden. Das war wirklich ganz lange mein Traum. In der Abi-Zeitung, ich habe versucht, die rauszusuchen, habe ich nicht mehr gefunden. Aber da gab es zum Schluss immer die Kommentare von Mitschülern. Und das war durchweg so, den Ausmaß ihres Kleiderschranks will ich gar nicht sehen. Und dabei war es gar nicht so groß, weil ich hatte gar nicht die Mittel dazu. Das ist aber gut kombiniert. Ich habe es immer anders kombiniert, immer neu kombiniert und mich immer neu erfunden und so. Und das war aber damals schon so der Tenor von den Leuten, dass sie das zumindest so empfunden haben. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass als meine Eltern hergezogen sind, da war es immer so, dass sie einfach auch da keine Mittel hatten. Mein Papa hat sich damals selbstständig gemacht im Landschaftsbau, Gartenlandschaftsbau, und hatte aber von dieser Selbstständigkeit keinen blassen Schimmer, wusste nicht, dass dann irgendwann das Finanzamt kommt und. Und dann hatten sie riesen Steuerschulden, riesen Schulden generell. Und wir hatten einfach nie Geld für irgendwas. Und dann hatten wir ein befreundetes Ehepaar mit zwei Kindern, die haben uns dann immer einmal oder zweimal im Jahr so blaue Säcke hingestellt von den Kids, die waren ein bisschen größer als wir. Und das war für uns wie Weihnachten. Da haben wir unsere Klamotten rausgeholt. Und da haben wir, das war trotzdem mega. Also wir haben da so Modenschauen veranstaltet. Und davon haben wir quasi uns klamottentechnisch sozusagen angezogen. Das war das Einzige, was wir hatten. Und und ich habe aber schon früh gemerkt, dass meine Eltern ziemlich strugglen. Sobald es irgendwie ein Schullandheim gab oder so, dann wusste ich, wir können uns das gar nicht leisten. Ich konnte auch teilweise nicht mit. Und wenn ich mit konnte, dann wusste ich, dass es eigentlich, ja, für meine Eltern natürlich, die müssen dann schon gucken, wie sie über die Runden kommen. Und deshalb war, glaube ich, der Drang dazu, so viele Nebenjobs zu haben und generell schnell zu arbeiten und selbstständig zu sein, kommt wahrscheinlich schon daher, weil ich meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen wollte. Ich wusste, die geben mir ihr letztes Hemd, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte es dann selber verdienen. Und ich glaube, das war schon so mit der Hintergrund, warum ich so schnell angefangen habe, einen Job zu suchen,
meine das erste, ich war glaube noch keine 16 und bin mit meinen Lebensläufen, wo noch nichts drauf stand, außer mein Name und wo ich wohne und auf welche Schule ich gehe, bin ich durch ganz Göppingen gelaufen, habe mich in den Eiscafés und Cafés beworben zum Kellnern und Arbeitsschutzgesetz unter 16 ist natürlich immer schwierig, aber ich habe einen Job bekommen an der Kasse. Okay. Und das war so mein Start und da habe ich dann während der Schulzeit schon gejobbt an der Kasse. Immer nach der Schule bin ich rübergefahren worden oder mit dem Bus halt rüber und dann habe ich da gearbeitet. Ja. Wir können ja vielleicht hier an der Stelle mal so ein paar Fotos zeigen von Fancy Caro früher. Ja, ich suche was raus. Okay. Ja. Blenden wir ein. Zeigen wir jetzt hier so eine schöne kleine Bilderstrecke. Ne? So, das sind die Heiligen Hallen. Unser Lager. Noch, genau. Das heißt, ihr seid aus dem alten Büro schon ausgezogen, genau, aber noch nicht ins... Genau, zwischenzeitlich rein, weil das Neue noch nicht fertig ist. Das ist groß hier. Ja. Der Ablauf ist eigentlich der, dass wir hier eine Bestellung reinbekommen. Mhm. Und dann wird das hier sozusagen verpackt. Das sind gerade die Bestellungen von uns gestern, von unserem Live-Shopping. Ist das so, ja? Ja, ja. Und dann wird das hier verpackt. Und vorne, da sieht man schon die Pakete. Guck mal, die Paketwegen sind schon voll. Mhm. Ja, wir haben ja gestern, kann ich an der Stelle ganz kurz sagen, wir haben ja gestern Abend zusammen ein Live-Shopping gemacht. Habe ich auch noch nie gemacht. Wir haben ja ein paar Bilder auch dabei gemacht, können wir einen ganz kleinen Rückblick hier mal einblenden. Das war unser Live-Shopping gestern Abend. Und ich habe nicht nur Männersachen getragen. London, yard or abroad, when the wheels touch down, we got cause a commotion. Rockstar, please set the bar, tell them hold the applause, we don't need no promotion. Everything we do, you know, a thing shot. Wie gesagt, die Hose, ne, das ist jetzt eigentlich, das ist jetzt eine Frauenhose. Mit ordentlich Schlag, aber die kann man gut tragen. Jetzt kommt die Sauer. Ich würde sagen, das ist auch noch meine Styling-Kombination mit einer Jogginghose. Super. Sehr gut, sehr gut. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. 30 Minuten, ey, das war jetzt hier Timing. Wir haben uns 30 Minuten vorgenommen. Hallo. Hallo. Genau, hier sind schon die fertigen Pakete. Wow, ihr habt aber dann durchaus ein bisschen Paketaufkommen. Auf jeden Fall, genau. Das ist jetzt nur euer Lager, sind nicht noch irgendwie andere? Das ist nur unser Lager, okay. Nur Caro Caro Lager, genau. Genau, hier wird eben, das ist die Packstraße und das hier wird gepickt. Das sind so die aktuellen Kollektionen, das ist eher so Nachschub. Wir haben ganz viele Aktionen gefahren, weil wir das Lager leer räumen wollten, bis wir umziehen. Da ist unser Wein noch. Aha. Ach, das wird auch alles von hier verschickt, okay. Alles von hier wird das, ja, verschickt, ja. Genau. Wow. Ja, das ist... Und ihr produziert in verschiedenen Ländern? Es kommt, genau, in der Türkei, in Portugal und in Italien. Je nachdem, in Italien Strick, Portugal die Sweatware und Türkei Jacken, aber auch Sweat. Also das versuchen wir auch schon so ein bisschen überall so ein bisschen zu verteilen. Portugal aber auch zum Beispiel jetzt Unterwäsche, Bikinis. Also wir versuchen auch das Sortiment immer mal wieder aufzufrischen, neue Sachen dazuzunehmen, Accessoires dazuzunehmen. Jetzt seit neuestem Home and Living mit Kissen, Kissenhüllen. Sieht man nachher im Café schön, weil wir natürlich da in dem Zuge Kissenhüllen quasi hatten. Wir haben gesagt, wir branden die direkt und bieten es gleich zum Verkauf an und versuchen da immer so die Brücke zu schlagen. Wow, also ist viel, viel größer jetzt, als ich gedacht habe. Also ist ja dann auch richtig. Wird aber jetzt auch auf den Umzug vorbereitet und so. An Volumen. Genau, dann zeige ich euch noch das Büro, das Zwischenlösungsbüro. So sieht das aus, wenn die Chefin durch ihre Hallen schaut. Das war unser Ursprungs-, also das zweite Lager sozusagen. Da hatten wir das draußen noch nicht angemietet. Da hatten wir nur diesen Teil angemietet. Und dann sind wir hier, irgendwann mussten wir quasi erweitern, aber mittlerweile sieht man ja ganz gut, dass wir ja kurz vorm Umzug stehen sozusagen. Wir starten mal mit meinem Büro. Mein Büro und zwei Mitarbeiterinnen sind hier drin.
Da sieht man schon, ich komme eigentlich fast nur zur Podcast-Aufnahme her aktuell. Aber das machst du dann logischerweise von hier, da musst du ja nicht ins Studio gehen. Nee, genau, das mache ich immer von hier, das ist alles angestöpselt. Ich bestelle immer wieder Outfits für Events und so, das hängt dann hier. Da überlege ich mir dann immer Kombinationen, wie ich was trage. Genau, das hängt hier. Hier kommen das ist aber schon sehr, also hast du irgendwas Spaciges vor jetzt in nächster Zeit? Gehst du auf irgendeine Convention? Nein, aber ich gucke natürlich schon immer, dass das, also für besondere Events gucke ich schon, dass es immer ein Look ist, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat. Hier ist das Büro vom Lagerteam sozusagen. Mhm. Hallo. Hallo. Tag. Das ist Mareike, unsere Designerin. Hallo Mareike. So, guck, und das ist die pinke Weste schon. Ah, die blitzt okay. Schon raus. Tag. Hi, freut mich. Danke gleichfalls. Mhm. Das heißt, das sind jetzt alle Sachen, die irgendwann noch kommen. Genau, also das ist jetzt ein exklusiver Einblick. Das hat noch keiner gesehen sozusagen. Das kommt jetzt an gerade für Silvester raus. Mhm. Ein schönes grünes Kleidi. Aber das ist doch ein Stoff für Männer, kann das sein? Ja, da haben wir wahrscheinlich was für Männer und Frauen drauf machen. Genau, das sind so Poloshirts dann. Mhm. Mhm. Dann aber im Partnerlook sozusagen, da gibt es ein Kleid und ein Poloshirt für den Mann. Den Stoff hätten wir gerne, ist aber so teuer, dass der Kunde uns das nachher gar nicht kauft. Und dann kriegen wir halt Alternativstoffe. Und jetzt siehst du mal, guck mal. Und ich bin halt so und sagst du, ja, ich will halt das. Und dann ist schon wieder, da kann ich mich schon wieder nicht entscheiden und Mareike wartet 3 Wochen auf meine Entscheidung. Verstehe. So. Naja, das ist natürlich auch schwierig, klar, weil man natürlich einen qualitativen Anspruch hat. Wir sind auch super aber unwichtig, ne? Aber also ihr seid ja auch ein Unternehmen, aber ihr müsst ja auch überlegen, ihr müsst ja am Ende auch ja, ein bisschen Geld verdienen. Genau, wir sind aber zum Beispiel jetzt bei den Produzenten aktuell super unwichtig, unwichtiger denn je, weil alle jetzt irgendwie in die Türkei stürmen und dort produzieren lassen. Und auch große Firmen. Und da sind wir halt wirklich eine kleine Nummer. Auch wenn wir schon große Abnahmemengen haben, wie ich finde, sind wir trotzdem noch ein kleines Lichtlein da. Und dann ist es denen egal, wenn wir sagen, ja, dann produzieren wir nicht mit euch. Dann sagen sie, ja, okay, tschüss. Ne? Also das ist, da kämpft auch keiner mehr drum. Und das ist auch aktuell der Struggle, den wir halt haben. Genau. Da haben wir hinten noch die Aufbereitung, das heißt, wenn Teile zurückkommen, wenn man eben 2 Größen bestellt hat, eins kommt zurück, dann bereiten wir das hier auf. Wird nochmal gebügelt. Klar, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau, ja. Da ist die Jackie. Ja. Hallo Jackie. Hallo, Tag. Ja. Genau, und das wird hier eben dann gebügelt, aufbereitet. Neu verpackt. Und genau, und dann wieder eingelagert. Wie oft kommen die Sachen zurück und man weiß, sie waren getragen? Jackie, wie oft? Man merkt das schon manchmal am Geruch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Man sieht es dann manchmal an Material schon, dass es schon getragen worden ist zum Teil. Ja, aber wir sind sehr kulant, weil gegen die Großen können wir uns nicht anlegen mit, nee, das bezahlen wir nicht oder das kriegt er wieder zurückgeschickt. Ja. Da. Oder das höre ich ja immer wieder, dass das auch so ein Influencer-Innen-Ding ist, ne? Dass man sich Outfits irgendwo bestellt, einmal kurz fotografiert und dann... Okay, ja, habe ich auch schon gehört. Mhm. Habe ich aber noch nicht gemacht. Nee. Auf gar keinen Fall. Und genau, und auch beim Jogger haben wir ja das Logo, das machen wir auch drunter. Ne? Das machen wir dann so wie vorne. Also vom Schnitt her ist es noch nicht ganz so ideal. Ja. Aber so an sich. Schön, ja, die Hose ist geil. Darf ich eine Fachfrage stellen? Ja, klar. Die Schnitte der Teile, die gebt ihr vor. Das heißt, ihr macht quasi Prototypenteile und sagt, so wollen wir es und dann. Wir geben genau die Maße vor. Also wir sagen genau, die Armlänge soll 22 cm sein, die Schulternaht soll 18 cm sein. Also das geben wir genau. Muss ich anziehen, oder? Wäre cool, ja. Okay, also die Hose ist auf jeden Fall zu kurz. Ja, das haben wir uns schon verstanden. Größer, weiter. Zu kurz oder zu? Zu kurz ist die. Genau, aber das Shirt ist einfach auch nur zu kurz. So. Ja. Und zu. Und die Ärmel. Länge, weiter. Weiter. Ja. Mehr, weiter, größer. Länger, oh, weiter, höher. Ist gut. Also fühlt sich zumindest gut an. Warte. Ja. Nee, der ist perfekt.
Das heißt, wenn wir einfach den Schnitt auf die grüne machen. Ja. Dann sollte das passen. Der ist auch von der Länge genau richtig bei mir zumindest. Langweilig, oder? Also es wird wieder so ein bisschen ruhiger, nicht ganz so knallig, ehrlich. Nicht ganz so bunt. Das macht es halt auch ein bisschen hochwertiger. Mhm. Und dann eher so Eyecatcher-Farben. Ja, das Simple mag ich ganz gerne. Das Simple, aber dann durch den Schnitt halt drauf. Ja, Schnitt und dann eine andere, eine besondere Farbe. Ja. Okay. Cool. Cool, genau. Ist Savvy in der Werkstatt? Ja. Vielleicht besuchen wir den da auch gleich. Mhm. Da, ja, den überraschen wir mal. Ja. Und deshalb, der hat eine Werkstatt, mein Bruder. Okay. Der war hier Lagerleiter ganz lange. Als wir gestartet haben, hat er quasi das Lager gewuppt. Mhm. Und schweren Herzens musste ich ihn gehen lassen, als er dann seinen eigenen Traum quasi erfüllen wollte. Eine Autowerkstatt. Eine Autowerkstatt, ja. Mhm. Der bereitet Autos auf, tunt die und hat da so einen kleinen Store. Den können wir vielleicht da noch besuchen. Ja. Das ist nämlich auch ums Eck hier. Nehmen wir mit. Genau. Alles klar. Dann bis später. Ja, danke. Ja. Ciao. Der denkt bestimmt, du hast dein Auto kaputt gemacht. Ja, genau. Hallo, hi. Grüß dich. Servus, hi. Grüß dich, Kai. Freut mich. Voll in Action hier. Ja, was machst du, was treibst du? Ach, die Karre wird hier einmal komplett aufbereitet. Okay. Ja, also der Lack quasi einmal nochmal frisch gemacht. Mhm. Und der war mal beim Aufbereiter, aber das war nichs. Der war nicht bei dir? Ja, okay. Genau. Sollen wir mal kurz reingucken? Caro hat schon erzählt, ne, dass du dich hier selbstständig gemacht hast. Genau, richtig, ja. Und ja, die familiäre Firma verlassen hast. Ja, so ist es, ja, richtig traurig. Ja, liebe und lebe so ein bisschen meinen kleinen Traum hier mit den Fahrzeugen, aber habe es natürlich auch sehr gern gemacht. Mhm. Und währenddessen wir das Lager aufgebaut haben, war ich ja schon auf der Suche nach der Werkstatt, da war es eigentlich schon klar, nur der Zeitpunkt. Ja, so, er ist immer noch da, also genau, bringt mal Kartonagen weg oder wenn mal Not am Mann ist und so, ne, bist du immer noch am Start, aber halt nicht mehr in komplett Vollzeit. So ist es. So, ich zeig nur ganz kurz, ich will auf jeden Fall den Store. Achso, es gibt noch einen Laden dazu, ja. Da vorne geht es noch einen Laden, was man alles braucht. Ja, und du hast natürlich, glaube ich, eine super Garage hier auch, ne? So ist es, ja. Ja, so hat jeder seins. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, aber es ist ja auch, das ist ja ein kreativer Bereich, also insofern seid ihr euch da gar nicht so unähnlich. Das stimmt. Ja? Lebe ich mich auch 24/7 aus. Ja. Gutes Schaffen noch. Gutes Schaffen noch, sorry. Danke für den Lockstoff. Gerne. Achtung, nicht Stoff. So, jetzt fahren wir zur Buntweberei, dem neuen Zuhause von Caro Kauer, zumindest geschäftlich. Ja. Willkommen in der Buntweberei. Die Caro Kauer World. Ja, das, so nennt Paul Rübke immer ganz schön, aber das wage ich nicht zu sagen. Ja, hier einmal unser Flagship Store. Oder wie Sally sagen würde, Caro Con Valley. Ja, genau, oder auch so. Ja, man mag es nennen, wie man will. Ich nenne es einfach nur Store, Flagship Store. Ich bin sehr stolz drauf, dass wir das jetzt hier haben in Aisling. Also da, wo du jetzt gesehen hast, hier komme ich her. Hier spielt sich schon mein ganzes Leben ab, schon immer. Und jetzt ist hier mein eigener Store, mein Café. Ich habe jetzt aber nur ein Interview, deshalb gucken wir es. Das heißt, wir können uns das gleich nochmal anschauen. Haut mal ab. Ja. Haut mal ab jetzt, lass mich mal in Ruhe. Wo sind denn die Leute, mit denen du das Interview? Ich glaube im Café, also ich bin mir nicht sicher. Oder hier. Ah doch, nee, hier wahrscheinlich. Bevor du reingehst, was die nachher auf jeden Fall noch machen, das wirst du sehen, die brauchen nachher noch ein paar Antextbilder. Ja. Weißt du, was Antextbilder sind? Ja, ich kann es mir vorstellen. Wahrscheinlich so Bilder, da wirst du wahrscheinlich hier einmal hier so runterlaufen müssen. Ja? Und da kommt dann der Sprecher und sagt, das ist Caro Kauer. Sie hat sich ihren großen Traum erfüllt. Ja. Hat jetzt in der Buntweberei ihren eigenen Store, ihr eigenes Café. Und dann geht man in die Situation hinein, wo dann das Interview geführt wird. Du bist Profi, ich merke das. Crashst du das auch irgendwann? Das macht heutzutage eigentlich keiner mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass die das machen. Nein, das wollte ich so nicht sagen. Nein, aber fürs Fernsehen. Das Fernsehen wird das immer noch gern genommen. Okay, also ich bin sehr gespannt. Antextbilder. Antextbilder. Also wenn die Kollegin da sagt, wir brauchen noch ein Antextbild. Dann kann ich so tun, wenn ich schon langweilig. Kein Problem, wo soll ich langlaufen? Okay, sehr gut. Dafür müssen wir da lang rein. Sagen wir mal Hallo. Ja, es geht um den Ort hier und die Belebung dieses historischen Areals. Also das war ein bisschen eine größere Geschichte, dass das die ganze Buntweberei hier zu Leben wieder erweckt worden ist. Und ein Teil davon ist Caro Kauer. Genau. Na dann. Ja. Sehr gut. Dann legen wir mal los. Ja.
Ihr könnt euch gerne, also ihr könnt gerne. Wir sind schon groß. Ja, ich weiß. Das ist doch schön. Sehr gut. Vielleicht mache ich in der Zwischenzeit da drüben ein Restaurant auf. Ja, ist super. Das ist so ganz nach Karo-Manier. Ja. Genau, ja, innerhalb genau. einer Stunde kann ganz schön viel passieren. Also erstmal muss ich ja sagen, dass mir das Design finde ich cool. Also auch so, ja, so mit den Lampen und so, das ist... Ja, das freut mich. Das macht so. Was her. Also wir haben jetzt seit circa 3 Wochen offen und es ist wirklich durchgehend besetzt. Also es tauschen sich immer Leute aus. Wir haben hier immer Tagessalate, die sind tagesaktuell. Dann haben wir eine Karte, da kannst du gleich mal reingucken. Unsere Törtchen. Unsere Ecke hier. Bist du mehr blau oder mehr grün? Freie Platzwahl. Du, alles gut. Kann mich daher hast du keine Farbpräferenz, blau oder ich grün? Ich bin grün, ich habe grüne Augen, du hast blaue Augen, das passt das stimmt. Super. Hast du schon ein Lieblingsessen im Café? Ja. Mein Okay-Wow-Salat. Okay, was? Ich sage immer ganz oft Okay-Wow, deshalb haben wir einfach den Salat nach mir benannt, weil es mein Lieblingssalat ist. Und das ist einfach ein Salat mit Burrata, also auf dem grünen Salatbett, bisschen Tomaten unten drunter auf so einem Tomatenbett und dann die Burrata drauf, bisschen Pesto drüber, ist ganz gut. Die wechselt so alle 2-3 Wochen, das heißt, wir sitzen jetzt gerade dran mit meiner Mama und machen die Karte sozusagen jetzt im Hintergrund neu und dann wechseln wir die. Wir haben es einmal hier per QR-Code, aber einmal auch wirklich einmal in der Hand. Ne, so. Wer ist Rita? Also wir machen jedes Jahr, machen wir zum Einjährigen vom Label, machen wir eine Live-Experience. Wir laden Follower zu uns ein, machen das per Gewinnspiel. Und dieses Jahr war es so, dass wir, und wir haben immer so ein Rahmenprogramm an diesem Wochenende, und dieses Jahr war es so, dass wir Avocado-Brote bzw. Brote, die die Gewinner haben machen lassen. Und die Rita, ihr Brot hat gewonnen. Ah, okay. Genau, ich habe dann quasi Probeessen gemacht, habe gesagt, das war einfach sehr lecker und deshalb durfte das mit auf die Karte. Okay. Ja, isst du denn? Also was ist jetzt so dein... Ich nehme erstmal einen Flat White, weil ich mag meinen Kaffee ein bisschen stärker, also dass er weniger nach Milch, sondern ein bisschen mehr nach Kaffee schmeckt. Okay. Also genau das Gegenteil von mir. Du magst egal, du bist dann eher mehr so Milch als Latte Kaffee. Macchiato. Ja. Wie schwer sich da zu entscheiden. Ich glaube, ich nehme einen Good Karma More Parma. Das klingt doch gut. Genau, da vielleicht noch ein Ei dazu. Super. Und dann teilen wir uns noch eine Acai-Bowl. Super. Aber das muss ich ja wirklich mal sagen, also du bist ja durchaus spontan. Ich, natürlich. Also wir verlangen dir jetzt auch nicht so viel ab, weil es ja im Grunde so ist. Ich sage ja im Grunde, du musst ja gar nicht viel an deinem Tag ändern. Genau. Außer, dass ich dabei bin. Genau. Ja, oder, ja, jetzt nimmst du dir natürlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als du jetzt sonst hier für einen Kaffee verbringen würdest. Ja. Aber grundsätzlich erstmal. Ja. Auf jeden Fall, diese Begleitung. Ich habe auch keine Termine für heute abgesagt, deshalb hatte ich auch das Interview. Ja gut, aber du hast ein Business. Da habe ich mich aktiv dagegen entschieden. Mhm. Das ist so ein eigenes Business zu haben, also ein richtiges eigene, richtige eigene Firma zu haben. Wollte ich nicht. Und deshalb hast du keine grauen Haare. Vielleicht, ja. Ich glaube, die andere Erklärung könnte noch sein, dass es familiär bedingt ist. Meine Großmutter ist mit über 80 gestorben, hatte nicht ein graues Haar. Ach, krass, okay. Ja. Und so, also es kann ja immer auch ein bisschen Ansatz sein. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass das, also so wie du ja auch sagst, es gibt dann immer auch mal so unruhige Momente, wo man sich natürlich über viele Dinge Gedanken machen muss und nicht nur über sich selber. Und für mich ist es immer so gewesen, dass ich gesagt habe, ich brauche so einen Ausgleich, ich brauche so eine Balance im Leben, also um auch das, was ich mache, gerne zu machen und gut zu machen. Und ich könnte das jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt eine eigene Firma hätte, könnte ich jetzt nicht das machen, was ich jetzt hier mache. Also ich nehme jetzt ja einen Tag Zeit. Ja. Das ist ein Tag, den muss ich ja nicht machen, aber den mache ich gerne. Und das ist dann einfach cool. Und weißt du, so, wenn du aber eine eigene Firma hast, dann würde heute an dem Tag irgendwas anderes passieren. Ja, auf jeden Fall. Wobei, das geht natürlich mit einem großen Team auch. Ne? Also wenn man, aber natürlich steigt da wiederum die Verantwortung, die man halt hat, übers Team, was einen auch manchmal nachts nicht schlafen lässt, weil man so denkt, oh, jetzt ist das wieder. Und jetzt, man ist ja auch gefühlt auch manchmal Erzieher für alles so, ne? Weil es bei einer, ich sag mal, bei so einer Personenanzahl mit 60, da sind natürlich auch wieder Grüppchen und dann entsteht da natürlich wieder ein bisschen Unruhe. Also wie in anderen Unternehmen halt auch. Und da bin ich schon hinterher, weil ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch, brauche das. Ich möchte ins Geschäft gehen und wissen, es ist alles fein, jeder mag sich, jeder versteht sich.
die Illusion, die habe ich jetzt mal langsam so beiseite geschoben und gucke einfach nur, dass das Geschäft läuft, dass wir das alles gewuppt kriegen. Und ja, aber ich muss natürlich auch viel dazulernen, jeden Tag. Aber es macht unfassbar viel Spaß und ich glaube halt, dass das auch was, hoffentlich was Nachhaltiges ist, also auch für die Kinder, dass die irgendwann mal entweder das Unternehmen führen oder aber einfach sehen, dass man eben arbeiten muss und fleißig sein muss, um etwas zu erreichen. Allein wenn ich denen das schon mitgebe, dann ist eigentlich schon viel geschafft. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, wenn ich nur das Influencertum hätte. Und ich glaube, das würde ich dann nicht hinkriegen. Ich denke schon, dass dieses Konstrukt, diese Firma, dieses Geschäft und dieses Dasein, Präsentsein mit Mitarbeitern, das zeigt ihnen schon sehr viel. Und ja, das macht auch Spaß. Ich nehme es einfach so an mich ran. Ja, vielen Dank. Danke, danke. Super. Perfekt. Guck. Dann guten Appetit. Einen guten. Ja, gut. So, ich habe den Shop jetzt nur einmal schon mal kurz gesehen, im Dunkeln, beim Live-Shopping. Genau. Aber jetzt würde ich mal die... Die große Tour. Die 10-Euro-Tour. Die kriegst du. Hm? So, herzlich willkommen. Danke. Bei Tag. Hallo. Der Store bei Tag. Ja, das sind unsere heiligen Hallen, unser Flagship-Store. Ja, da kann man durchaus von Hallen sprechen. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen groß geraten. Wie viele Quadratmeter sind es? 180 ungefähr. Okay. Genau. Und das Tolle ist einmal hier dieses Überdachte über der Kasse. Das ist unser Highlight. Habe ich lange überlegt, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Aber es wertet es doch nochmal auf. Und da können wir unseren Wein platzieren da hinten. Accessoires, unsere Männermode, die du so gerne trägst. Wie kurz vor knapp ist der Store fertig geworden? Wie sah es am Abend vor der Eröffnung aus? Am Abend vor der Eröffnung waren wir fertig. Oh, okay. Aber wirklich just in time. Also okay, da war der ja früh. Ja. Ja, also wir haben bis spät abends dann noch gearbeitet, aber es war noch rechtzeitig fertig. Genau, hier ist Worauf bist du besonders stolz? Auf alles? Ja, das darfst du auch sein. Ja. Ich meinte jetzt so, manchmal sind es ja auch Details, wo man sagt, das war meine Idee, das wollte ich genauso, das wollten alle anderen anders. Allein vom Store, vom Bauen meinst du? Also ich bin stolz auf die Kombi aus Café und Store, dass wir einfach zwei verschiedene Arten von Innenausbau gemacht haben. Einmal sehr hell der Store und einmal sehr dunkel das Café. Mhm. In Kombi mag ich das einfach, weil du einfach in so zwei Welten eintauchst. Ansonsten, wie gesagt, auf alles. Ich kann dir das gar nicht so richtig sagen. Ich meine, man kommt hier rein und das ist alles so surreal. Also ich glaube, dass jeden Tag aufs Neue nicht, dass wir das erschaffen haben und dass wir ja, jetzt hier endlich einziehen und das Leben einzieht sozusagen. Wenn man sich jetzt in dem Job, in dem klassischen Job, in dem du vorher warst, also quasi als Influencerin für Mode interessiert, ist ja nicht automatisch so, dass man irgendwann ein eigenes Label gründet und sagt, so jetzt mache ich meine eigene Mode. Wie war der Übergang dazu? Also kam das wirklich aus dir heraus oder haben andere gesagt, oh, das musst du machen? Nee, das kam aus mir heraus. Vor allem gab es da einen Wendepunkt, wo ich mit Naked zusammen eine Kollektion machen durfte. Mhm. Schwedische Modemarke? Genau, eine schwedische Modemarke. Und da war die Kommunikation alles per Mail. Mhm. Das heißt, ich habe die Teile an anderen Personen gesehen, wie sie getragen aussehen. Und da habe ich viel abgesegnet. Und als ich dann die Kollektion vor mir gesehen habe, da gab es schon so ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, boah, das hätte ich anders gemacht, hätte ich es in der Hand gehabt. Hätte ich es gefühlt. Und da steht dann letztendlich mein Name drauf. Mhm. Und da war mir gleich bewusst, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann wirklich nur noch unter meinem eigenen Label sozusagen. Mhm. Und daraus entstand die Idee. Das hat dann nochmal 2 Jahre gedauert, bis dann das Label entstanden ist. Aber es ist in mir geschlummert und ich wusste, wenn, dann nur noch so. Mhm. Wovon ich jetzt gerade träume, ist, dass unsere Baustellen jetzt einfach mal fertig sind, weil ich einfach diese Entscheidungen machen mich fertig. Ich kann mich einfach nicht mehr entscheiden. Ich stehe davor und denke so, Leute, keine Ahnung, macht jetzt einfach. Genau. Mhm. Macht jetzt, macht einfach irgendwas rein. Und da reden wir jetzt gerade über das Office oben drüber und das Lager hinten dran. Wobei im Lager, da ist jetzt alles schon soweit fertig geplant. Und dann noch mein Hausbau, meinen privaten, der jetzt natürlich ganz hinten angestanden ist die letzten Monate. Und da möchte ich mich drum kümmern. Das sind so gerade die Sachen, wo ich sage, okay, das wäre ganz gut, weil dann kann ich vielleicht auch mal so ein bisschen mal
zur Ruhe kommen. Also ich meine, meine Kreativität ist auch irgendwann mal am Ende, ne? Wo ich so sage, okay. Dein Körper vielleicht auch. Vielleicht auch mal mein Körper, ja, das stimmt. Es gab ja das ein oder andere Warnsignal. Ja, das stimmt. Meine Magenschleimhautentzündung kurz vor Eröffnung und so weiter. Mittelohrentzündung habe ich gehört. Mittelohrentzündung, ja, genau. Da haben aber ganz viele gesagt, die freuen sich fast schon, auch wenn es ein bisschen fies klingt, weil sie da einfach festgestellt haben, Caro ist doch ein Mensch. Caro ist doch nur ein Mensch. Zwingt dich auch ein bisschen zur Ruhe. Genau, aber das ist, ich höre ja immer noch nichts auf links, du musst lauter sprechen. Bitte? Deshalb neige ich mich immer so darüber. Nein, alles gut. Genau, auf jeden Fall, der Körper zeigt einem dann irgendwann die Grenzen auf. Das musste ich jetzt auch feststellen die letzten Wochen. Aber es war halt auch alles auf einmal. Dadurch, dass sich die Baustellen haben sich so irgendwie verzögert, dass jetzt alles auf einmal gleich zeitgleich fertig wurde. Das war so erstmal auch nicht geplant, aber es ist Licht am Ende des Tunnels mit diesen ganzen Baustellen und da freue ich mich mal drüber. Und ich glaube, dann entsteht wieder bei mir im Kopf so, was passiert als nächstes? Ich habe ja schon immer richtig Bock und ich habe auch wirklich Hummeln im Po und ich möchte, dass was passiert. Und ich glaube, ich bin so schlecht darin, mal nichts zu tun. Also ich gucke auch immer, dass wenn ich freie Tage habe, die knalle ich mir dann mit irgendwelchen Sachen voll. Und wenn ich eine Idee habe, dann wird es ganz schnell umgesetzt. Also es kann auch sein, dass ich heute noch so rede und morgen habe ich die nächste Idee und dann habe ich ein großes Team, was dann auch immer sehr schnell beflügelt ist von meiner Motivation und Inspiration, ja. Und dann gehen wir die ganzen Sachen an. Wie oft hattest du den letzten, wie lange gibt es das Label jetzt schon? Seit 2 Jahren, 2020, okay. Anfang 2020. Wie oft gabst du zwischendurch so ernsthafte Existenzängste, wo man sich fragt, puh. Ich muss ehrlich sagen, das ist so das erste Mal, wo ich sage so, okay, jetzt muss es vorwärts gehen. Ne? Also es war auf jeden Fall ein großer privater Invest auch. Hier war ich schon, ich muss sagen, sehr mutig, das zu machen, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit. Aber ich bin hier der Meinung, dass uns das weiterbringt, dass wir eine neue Kreativitätsfläche haben, dass es auch der Marke gerecht wird. Ich meine, du kennst ja jetzt auch das Lager dort und wie es jetzt hier aussieht und so kann man sich jetzt auch Office und Lager vorstellen und die Räumlichkeiten. Und ich glaube, dass uns das weiterbringt und ich bin der festen Überzeugung. Deshalb habe ich das investiert und hoffe einfach, dass das keine Fehlinvestition war. Ja, das ist so das erste Mal, wo ich denke, okay, jetzt muss es nach vorne gehen. Okay, muss weiter gut laufen. Genau, genau. Aber also ich habe erstmal ein gutes Gefühl. Also zum einen spürt man ja auch, dass es gut angenommen wird. Auf jeden Fall, ja. Oder? Gott sei Dank. Viele Leute herkommen auch extra dafür und dass die Buntweberei auch ein cooles Areal ist. Ja, definitiv. Ja. Und ist ja auch unsere neue Arbeitsstätte. Genau. Kann man es aushalten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist unsere Insta-Ecke sozusagen. Quatsch, das ist der Männerparkplatz. Das ist der Männerparkplatz, so kann man es auch nennen. Und die Frauen shoppen. Genau, das sind natürlich auch alles Bilder von den Kollektionsteilen, von den Kollektionen. Da war ich in L.A. dieses Jahr mit Paul. Und ansonsten, ja, die ganzen... Da unser großes Banner an der B10, an der Bundesstraße. Das war auch riesig, so eine große... da haben wir eine Modenschau davor gemacht. Wird es irgendwann noch mehr Shops geben? Was ist das denn? Wir eröffnen jetzt im November einen Pop-Up-Store in Köln für 2 Monate, November, Dezember. Da sind wir direkt neben einer Influencer-Kollegin, der Michi von Want. Die hat ihren Schuhladen. Daneben platzieren wir uns als Pop-Up-Store. Und macht ihr einen Store-Takeover? Ist das so ein Mietladen? Ja, genau. Der wird immer so alle 1-2 Monate wird der frei. Und das wird Anfang des Jahres immer bestimmt. Und da war eben nur noch November, Dezember frei. Und habe ich mich natürlich direkt gemeldet. Hab gesagt, da muss dann ein Haken sein. Wenn er gerade die 2 Monate vor Weihnachten frei ist. Ansonsten auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir uns irgendwann mal store-technisch auch mal in die Großstädte begeben werden. Aber auch jetzt erstmal auf Halte gelegt. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir das, was wir jetzt machen, gut machen. Und wenn ich das Gefühl habe, wir sind so weit und es läuft alles reibungslos, dann würde ich mich, glaube ich, an die Großstädte rantrauen. Okay. Ja. Ich muss natürlich heute noch ein bisschen Expertise bei dir abgreifen, ne? Weil du bist natürlich jetzt so lange schon so erfolgreich im Insta-Game, im Influencer-Game. Du musst mir natürlich noch so ein paar Secrets zeigen. Und da ich ja vorhin gehört habe, dass du ja auch sehr gut mal professionell fotografiert hast, aber wahrscheinlich auch heute noch tust, musst du vielleicht, oder würde ich mich freuen, wenn du vielleicht ein paar coole Bilder, also wenn ihr einfach ein paar Posen oder gute Ecken oder ich glaube hier so Backsteinwände und sowas, ne, das geht doch immer. Ja, auf jeden Fall, das kann ich dir zeigen. Ich will wissen, wie macht man Content, der läuft? Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen typabhängig. Bei mir funktioniert es immer, wenn ich lache. Das finden die Leute sympathisch. Ich glaube, es ist bei mir auch so. Ich glaube, es ist bei mir aber automatisch so, weil ich eigentlich immer lache.
Also mir hat ganz am Anfang, als ich mit Fernsehen angefangen habe, mal jemand gesagt, du kannst im Fernsehen alles machen, nur nie Nachrichtensprecher werden, weil deine Augen immer lachen. Selbst wenn du ernst guckst. Ach so. Das ist ja was, was man selber irgendwie okay, nicht so... Okay, cool. Das ist aber eine gute Eigenschaft eigentlich oder ein gutes... Ja, so. Weil bei mir, meine Augen sind eher immer müde, glaube ich. Ich sehe immer sehr schnell gelangweilt aus, ob ich das nicht bin. Also wirklich. Restless bitch face. So ungefähr. Wir nehmen auf jeden Fall mal ein bisschen Gegenlicht, oder? Ich weiß noch nicht, ob das die Handykamera verpackt. Ja, du musst sie ja eigentlich noch bearbeiten. Ja, erstmal Kamera putzen. Ne? Es geht, dieser Schleier geht gar nicht. Also wie mach doch einfach nur so. Einfach so. Nur ganz lässig. So. Also ich soll so stehen und dann den Fuß hoch. Ja, du kannst auch. Nee, und ich möchte die Sohle sehen. Ach nicht so. So ein Ballerina. Ja, genau. Ich guck bitte cooler, so nach vorne. Ja, genau. Wir nehmen mal Licht im Gesicht mit. Das Handy verpackt das nicht so richtig. Ja, schön. Da leuchten die Augen. Schön. Guck mal, hier mit diesem schwarzen Hintergrund sieht gut aus. Eine Karo-Pose können wir noch machen. Ja, also diese Pose finde ich immer ganz schön, weil man auch immer das Outfit ganz gut sieht. Ja, das ist super. Du meinst, das hier ist das Kinderbecken? Also hier kann man sich so einstellen. Aber lauf. Was? Okay, warte, ja. Und jetzt kontrollieren. Okay, jetzt mache ich einmal noch so. Ehrenflaume captured by Caro Kauer. Ja, super. So, genau, aber ich muss jetzt, guck mal, du bist ja keine YouTuberin, deswegen weißt du natürlich nicht, man muss ja am Ende eines Videos, muss man das ja immer noch abmoderieren. Okay, das darfst du machen. Ich lerne vom großen Meister, vom großen Kai Ehrenflaume. Ich habe ja auch ganz viel gelernt, ich wusste ja auch nicht, wie das geht. Mhm. Also zum Beispiel ganz wichtig auf YouTube ist, dass man den Leuten erklärt, wenn euch das Video gefallen hat, Punkt 1, ne? Lasst einen Daumen nach oben da. Punkt 2. Kommentiert natürlich fleißig, wenn ihr Fragen habt, was euch besonders gut gefallen hat, wenn ihr Anregungen natürlich vielleicht auch noch habt für Caro oder auch für mich oder für uns beide. Ne, das ist ganz wichtig, dass da in die Kommentare geschrieben wird. Mhm. Und dass ihr für meinen Kanal die Glocke aktiviert. Kennst du die Glocke bei YouTube? Ja. Mhm. Genau, ne, damit ihr nämlich keins der nächsten Videos verpasst. So. Ja, und ansonsten abonniert natürlich Caros Kanäle. Ja, Caro Kauer, Caro Kauer Label, Caro Kauer Café, Caro... Caro Consulting. Gibt es auch noch auf Instagram? Caro Consulting gibt es auch noch. Okay, gibt es auch noch auf Instagram. Dann gibt es schon einen TikTok-Account? Ja, den gibt's. Genau, den könnt ihr auch schon mal abonnieren, weil da kommt demnächst ganz viel. Auf jeden Fall, du hast mich sehr inspiriert heute. Ja, also da hoffe ich auch ein bisschen was. Ja, wirklich. Also das würde mich persönlich enttäuschen, wenn du das jetzt so liegen lassen würdest. Ja. Nein. Und wo ist du noch? LinkedIn? Snapchat? Ja, LinkedIn bin ich auch noch da. Nee, Snapchat nicht. Be real bin ich. Be real. Bin ich auch. Aber ich bin meistens be late. Super! Hat ganz großen Spaß gemacht. Wir haben ja auch. War richtig, richtig gut. Ja, vielen, und, vielen Dank für den war Tag. Super interessant. Dankeschön, dass ihr da seid. Also hoffen wir, dass euch das Video Spaß gemacht hat, ein bisschen Einblicke in Caros Leben heute bekommen habt. Und dann sage ich Danke und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Thank you.